So, wie versprochen, wir haben 20 Uhr und damit, ja, würde ich sagen, heiße ich euch ganz offiziell herzlich willkommen zum Webinar mit dem Titel Analoge Arbeitsaufträge digital umsetzen in der Grundschule. Schön, dass ihr wieder mal Lust und Zeit habt, nun meinen Ausführungen zu lauschen. Und damit vielleicht dem klassischen Abendprogramm, möchte ich mal sagen, etwas entflieht. Ich hoffe, ihr habt nichts gegen das Du. Ich finde es im Rahmen von Webinaren immer sehr angenehm und vor allem nimmt es so ein wenig die Distanz. Selbstverständlich möchte ich mich kurz auch vorstellen. Mein Name ist Andrea Lemp. Der ein oder andere wird mich vielleicht schon kennen, vermutlich auch noch unter meinem Mädchennamen Muschkowski. Ich bin Lehrkraft, wenn auch momentan noch in Elternzeit, sonst aber an einer Grundschule in Düsseldorf. Ja, zusätzlich gebe ich seit inzwischen knapp 10 Jahren Fortbildungen rund um das Thema Lehren und Lernen mit dem iPad. Gucken wir nun aber einmal darauf, denn deswegen seid ihr ja auch hier, was in dem Titel Analoge Arbeitsaufträge digital umsetzen tatsächlich steckt, beziehungsweise was ich mir da für euch so überlegt habe. Wenn es darum geht, digitale Medien beziehungsweise Endgeräte konkret im Unterricht einzusetzen, dann stellt sich ja ganz, ganz häufig die Frage nach dem Wie, nach dem Warum, nach dem Wo, was, wer und wann. Aber ich sage immer, völlig unabhängig davon ist inzwischen, und das unterstelle ich euch auch so ein bisschen, jedem bewusst, dass digitale Medien nur dann Einzug im Unterricht erhalten sollten, wenn diese dann auch tatsächlich pädagogisch sinnvoll, schüleraktivierend und mehrwertig, aber vor allem auch differenzierend eingesetzt werden. Ja, und so begab ich mich damals, als ich 2012 begann, also deutlich vor der Pandemie, mit iPads zu unterrichten, zunächst auf die Suche nach geeigneten Apps zum Lehren und Lernen. Und ich musste damals ziemlich schnell feststellen, und das stelle ich auch heute immer noch fest, dass die ganzen Programme, die ganzen Applikationen häufig nur analoge Übungsformate ersetzen, kaum einen Mehrwert darstellen und inhaltlich bzw. fachlich nicht immer brauchbar sind. Ja, und daher blieb mir tatsächlich nichts anderes übrig, als umzudenken und nach Möglichkeiten zu suchen, meinen herkömmlichen Unterricht durch den Einsatz des iPads nachhaltig zu ergänzen. Ja, und so stellte ich vor allem bei der Planung meines Unterrichts ziemlich schnell fest, dass Inhalte bzw. auch ganz konkrete Arbeitsaufträge aus ganz, ganz vielen verschiedenen Lehrwerken und Arbeitsheften durch eine digitale Herangehensweise in motivierender, kreativer, vor allem aber auch in nachhaltiger Weise umgesetzt werden können. Und so stand es ja auch in der Ausschreibung, analog digital bzw. digital analog nicht ausschließt. Ja, und daher werde ich in den kommenden 45 Minuten in etwa mit Hilfe 4 ausgewählter Apps, sogenannter Bordmittel, welche auf dem iPad kostenfrei zur Verfügung stehen, zeigen, wie verschiedene Arbeitsaufträge aus Lehrwerken kreativ, schüleraktivierend, vor allem aber auch motivierend umgesetzt werden können. Bei der Auswahl der Beispiele achtete ich so ein bisschen darauf, dass verschiedene Fächer und Jahrgangsstufen angesprochen werden und dass im Grunde von einer einfachen über mittleren bis hin zur komplexen Umsetzung alles berücksichtigt wird. Ja, wundert euch gleich also nicht, denn ich werde diesen Präsentationsmodus immer mal wieder verlassen, um euch dann alles live in Echtzeit zu demonstrieren. Und orientieren könnt ihr euch, ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, immer mal an einem Cursor, der auf der Oberfläche so hin und her flitzt. Ich habe nämlich eine Maus angeschlossen, so dass ihr euch einfach besser orientieren könnt. Ja, und an dieser Stelle erneut der Hinweis, ihr habt es im Intro vielleicht schon gesehen, bitte habt jetzt gleich nicht den Anspruch, alles im Sinne des Hands-on-Live mitzumachen, sondern versteht das, was ich euch zeige, was ich demonstriere, als ein Aufzeigen von Möglichkeiten bzw. als eine Art Impulsgebung und Ideensammlung. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Alles andere kann im Screencast, welcher euch dann irgendwann in nächster Zeit auf YouTube zur Verfügung gestellt wird, auch noch in Ruhe Step by Step nachvollzogen werden. Ja, und so starten wir jetzt endlich mit dem ersten Beispiel und der ersten Lernaufgabe, welche ich in einem Mathebuch für die 2. Klasse fand. Ja, wie hier zu sehen, geht es darum, Malaufgaben, Multiplikationsaufgaben in der Klasse zu finden, diese zu zeichnen und dazu zu schreiben. Ein solcher Arbeitsauftrag kann tatsächlich ganz einfach und schnell mit Hilfe der Kamera umgesetzt werden. Und genau das mache ich jetzt. Also wie gesagt, ich verlasse jetzt an der Stelle die Präsentation. Ihr seht den Homescreen meines iPads und
Hier seht ihr auch den Cursor. Ne? Gebt mal schnell ein Feedback über die Emojis, ob ihr den sehen könnt, ob ihr meine iPad-Oberfläche. Sehr schön. Ja, und damit mache ich nichts anderes, als dass ich eben hier die Kamera aktiviere. Nicht wundern, gerade ist alles schwarz. Das liegt eben daran, dass mein iPad auf meiner Oldschool-Küchenplatte liegt. Ja, und na, was ist das? Das tut mir leid. Einmal schnell weggedrückt. Mich ruft den ganzen Tag keiner an. Und jetzt in der Session, das ist unfassbar. So, ich bin in der Küche. Das ist gefühlt der einzig abschließbare Raum hier. Und da habe ich mal geguckt, was bietet mir denn die Küche für, na toll, Multiplikationsaufgaben. Und so habe ich zum Beispiel hier noch diesen Eiswürfelbehälter gefunden. Und den fotografiere ich jetzt einfach mal ab. Zack, damit haben wir das Ganze schon. Erste Multiplikationsaufgabe erfasst. Dann habe ich lustigerweise hier auch noch mal ein paar Tomätchen für euch. Ihr seht auch schon genau, was hier dargestellt werden kann. Zack. Und ich habe ja gerade gesagt, ich habe so eine richtige Oldschool-Küche. Ich könnte mich hier mal umschauen. Und ich glaube, wenn ihr euch umguckt, schaut mal hier, finde ich auch noch eine Malaufgabe. Ja, und jetzt gucke ich eben in einem weiteren Schritt einfach mal in die App Fotos. Und dann können wir nochmal gemeinsam auf die eben erstellten Bilder schauen. Man sieht hier, 3 an der Zahl habe ich ja eben erstellt. Und so könnte eben jetzt zwecks Ergebnissicherung in der Klasse könnten die Fotos der Kinder beispielsweise via Apple TV und Beamer auf eine Projektionsfläche projiziert werden. Natürlich sind auch vielleicht Museumsrundgänge oder eine Art Bilderausstellung zu den entsprechenden Malaufgaben ebenfalls denkbar. In einem weiteren Schritt könnte ich jetzt beispielsweise auch noch ausgewählte Fotos digital bearbeiten, also entsprechend markieren bzw. die dazugehörige Malaufgabe notieren. Dazu suche ich mir jetzt mal ein Foto aus. Mädchen sind nett. Auch ich nehme hier mal diesen Eiswürfelbehälter. Und ihr wisst es vielleicht auch schon, tatsächlich gibt es hier in der App Fotos oben rechts die Funktion Bearbeiten. Wenn man dort draufklickt, und genau das mache ich jetzt an der Stelle, landet man im Grunde eine Ebene weiter. Man hat hier diverse Möglichkeiten, Funktionen, Einstellungen, um auch bezogen auf Bildqualität, ihr seht es hier links in diesem Bereich, einfach so das Beste aus dem Foto rauszuholen. Das ist jetzt für mich nicht so relevant. Was für mich relevant ist, ist, wie komme ich jetzt tatsächlich an gewisse Tools, um dieses Bild digital zu bearbeiten, also die Multiplikationsaufgabe im Grunde da nochmal zu kennzeichnen. Und dazu findet ihr hier oben dieses Symbol. Ja, ihr seht es hier neben dem Pfeil, da befindet sich in diesem Kreis ein Stift und wenn ihr dort draufklickt, ja, bei mir wird nochmal bestätigt, dass die Live-Foto-Funktion deaktiviert wurde. Und wenn ihr da draufklickt, werdet ihr sozusagen eine Ebene weitergeleitet und ja, seid jetzt im digitalen Federmäppchen unterwegs. Wer es von euch noch nicht weiß, mit dem Finger könnt ihr tatsächlich das digitale Federmäppchen jetzt an gefühlt fast jede Ecke eurer Oberfläche schieben, also da, wo es dann für euch eben am besten platziert werden sollte. Ja, und so kann ich jetzt diese Tools des Federmäppchens nutzen, wie zum Beispiel hier diesen ersten Stift. Ihr müsst immer daran denken, dass wenn ihr auf ein besagtes Tool tippt, dass sich dann nochmal so ein Fenster aufmacht und ihr seht, dass ihr hier für diesen Stift aus unterschiedlichen Stiftdicken wählen könnt. Ihr könnt auch die Farbintensität einstellen und ich belasse es auch gerne einfach mal bei Rot und könnte eben jetzt in einem ersten Schritt zum Beispiel sowas hier machen, ja, dass ich dann sage, okay, an der Stelle hätten wir die Malaufgabe 3 mal 5 gleich 15. Ja, ich könnte dann in einem weiteren Schritt sagen, okay, ich stelle den Stift vielleicht einfach mal in die Farbe Blau um und könnte jetzt hier eben auch die andere entsprechende Multiplikationsaufgabe markieren, könnte sich auch noch dazu schreiben, nämlich 5 mal 3, ebenfalls 15. Ein kleiner Tipp, und da bin ich gespannt, was ihr gleich über die Emojis zurückmeldet. Habt ihr schon mal davon gehört, dass wenn man eine Form mit einem, in einem Zug mit dem Finger oder mit dem Stift zeichnet und dann kurz innehält, bevor man absetzt, dass man dann wirklich eine perfekte Version der Form bekommt? Ich mache euch das mal vor. Ich belasse das mal bei Blau. So, einige sagen schon, kennen Sie, gut. Also, ich mache es jetzt mal ein bisschen Ship-Shaper hier. Zack. Der Kurs war ja auch für Fortgeschrittene. Ah ja, ja, da kommt da schon alle daher, ihr wisst es. Ja, wunderbar, dann muss ich ja gar nichts mehr hier zeigen. Daher ist es allen klar. So, es geht eben mit ganz, ganz viel. Ihr seid Angeber, ist ja gut. Ich schicke euch ein bisschen Liebe, hat jetzt nicht mehr viel mit der Multiplikationsaufgabe zu tun. Aber für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, probiert es mal aus. Das ist wirklich wunderbar. Und wie gesagt, ich könnte jetzt an der Stelle einfach die Multiplikationsaufgabe nochmal dazu schreiben, damit es ganz klar ist, 5 mal 3 gleich 15.
machen wir es nochmal ganz richtig in Blau und schreiben noch 3 mal 5 gleich 15 darunter. Sehr schön. Ja, das ist eine Bildbearbeitung. Das heißt, wenn ich soweit fertig damit bin, gehe ich hier oben rechts einmal auf Fertig, bestätige sozusagen genau diese Bearbeitung, bestätige da oben rechts auch nochmal über diesen gelben Haken. Und damit ist genau dieses Bild, also mein ursprünglicher Eiswürfelbehälter, der hier noch tropft, als bearbeitete Version abgelegt. Ja, eine, wie ich finde, schöne und schnelle Möglichkeit, um Schüler einfach zu aktivieren und vor allem dafür zu sensibilisieren, wie viel Mathematik tatsächlich in ihrer unmittelbaren Umwelt zu finden ist. Okay, so, dann gehe ich mal kurz zurück in meine Präsentation, um euch natürlich dann mit der nächsten Lernaufgabe zu konfrontieren, welche ich in einem Deutschbuch für die Klasse 4 fand. Und welche eben beispielsweise mit Hilfe der App Notizen umgesetzt werden kann. Zwecks einer Personenbeschreibung verlangt die Aufgabe 2 die Erstellung einer Mindmap zu Aladdin. Und genau dieses methodische Arbeiten werde ich jetzt in den Fokus nehmen und in einem ersten Schritt alle relevanten Wörter aus dem Text, den ich hier nur so überfliegen kann vielleicht, welche Aladdin beschreiben, im Rahmen eines Clusters zusammenzutragen, um diese dann anschließend auch noch zu einer Mindmap zu erweitern. Ja, eine methodische Vorgehensweise, bei der man ja häufig auf der Fläche seiner analogen Tafel häufig an räumliche Grenzen gerät und gerne den Überblick verliert. Ja, und in diesem Sinne verlasse ich hier wieder die Präsentation und da seht ihr auch wieder meinen Cursor, öffne natürlich entsprechend genau diese App, nämlich die App Notizen. So, und damit seht ihr das, ich habe es schon in den Vollbildmodus eingestellt und ich verschwende jetzt hier an der Stelle gar nicht Zeit damit, was diese ganzen anderen Möglichkeiten hier noch bieten. Der ein oder andere wird sich wahrscheinlich mit der App Notizen auch schon auskennen. Was für mich jetzt relevant ist, denn ich nutze ja im Grunde jetzt die Oberfläche als eine Art Whiteboard. Ich brauche jetzt wieder digitale Tools, ich brauche entsprechendes Werkzeug, um auf dieser Oberfläche schreiben oder malen zu können. Bevor ich das aber jetzt tue, wollte ich euch noch ganz kurz darauf hinweisen, wenn ihr also wirklich vorhabt, mit der App Notizen im Sinne von Tafel zu arbeiten, könnt ihr hier unter dem Kreis mit den drei Punkten auch mal schauen, denn ihr könnt im Grunde die Oberfläche auch verändern. Na, wenn ihr hier einmal auf Linien und Gitter geht, seht ihr, dass ihr aus verschiedenen Stilen noch wählen könnt. Ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, ich brauche eben entsprechende Lineatur oder für das Fach Mathematik bräuchte ich dann hier auch nochmal entsprechende Gitter. Also auch da könnt ihr einfach mal schauen und euch die Oberfläche entsprechend einstellen. Ich brauche aber tatsächlich jetzt hier eine nackte Oberfläche, wie ich immer so schön sage. Und damit starte ich auch. Ich könnte über den Pencil jetzt direkt anfangen, auf der Oberfläche zu schreiben. Ansonsten mache ich das manuell, gehe wieder auf ähnliches, gleiches Symbol wie gerade in der App Fotos. Ihr seht auch hier, das digitale Federmäppchen geht automatisch hoch. Ich schiebe mir das einmal nach oben und fange jetzt mal an, eben passend zu diesem Text zu Aladdin erstmal ein Cluster zu erstellen. Ne? Und ich fange mal an mit einer Form. Ihr seht, auch das Wölkchen lässt sich wunderbar abwandeln. Es geht ja um Aladdin. Das schreibe ich hier nochmal so ein bisschen rein. Zack, machen wir hier nochmal ein Sternchen als I-Punkt. Da, sieht doch gut aus, ne? Genau, und jetzt fange ich mal an. Ich könnte natürlich jetzt auch fragen, schreibt mal im Chat, was ihr alles so aus dem Text entnommen habt. Das ist natürlich ein bisschen schwer. So, also zum Beispiel ging es da um die weiße Bluse. Na, also das ist das, was ich jetzt mit den Kindern zum Beispiel zusammen mache, na, dass sie mir das zurückwerfen und ich übertrage das dann, was an Rückmeldungen kommt. So einen roten Gürtel hat der Kerl auch noch an. Na, so, ihr verzeiht mir jetzt auch meine Schrift. Na, ich weiß, es geht auf jeden Fall besser. Aber so ein paar markante Wörter nehme ich hier noch mit rein. Kleines Muttermal hat der Kerl noch. Oh, jetzt werde ich aber schlampig hier mit meiner Schrift. Schwarze Haare und damit sollte es dann auch schon fast gut sein. Ah, ich glaube, diese goldene Wunderlampe, die ist ja auch noch sehr prägnant für Aladdin. Ja, und damit habe ich eben jetzt erstmal so ein Vorwissen aktivierten Brainstorming vorgenommen, beziehungsweise erstmal wild durcheinander das, was in diesem Text eben zur Personenbeschreibung stand, hier auf die Oberfläche übertragen. Ja, und das Schöne ist jetzt hier, dass ich mich eines weiteren Tools bedienen kann, um in einem weiteren Schritt eine gewisse Ordnung reinzunehmen. Ne? Dass ich zum Beispiel überlegen kann, okay, welche Begriffe passen jetzt zusammen? Was könnte mir hilfreich sein, wenn es eben dann auch darum geht, die Personenbeschreibung zu formulieren? Und es gibt hier ein solches Tool,
das sich da Scherentool im Grunde nennt, auch wenn es optisch mit einer Schere nicht viel gemein hat. Ich in der Grundschule sage mit den Kindern, weil das mal ein Junge bei mir in der Klasse sagt, das ist sozusagen ein Zauberstift. Und wenn ich den aktiviere, kann ich nämlich Folgendes machen. Ich kann ein Wort, ein Begriff, eine Form, also irgendetwas händisch auf der Oberfläche platziertes einkreisen. Ihr seht es jetzt hier, es bekommt diese schraffierte Linie. Und wenn ich dann mit dem Finger oder mit dem Stift im Grunde draufgehe, kann ich dieses als, ja, man kann hier schon sagen, als Textfeld einfach interaktiv auf der Oberfläche bewegen. Und da gucke ich jetzt eben schon und nehme eine gewisse Sortierung schon wahr. Roter Gürtel, das hat ein bisschen was mit der Kleidung zu tun. Dann schiebe ich das jetzt einfach mal hier oben nach rechts. So, das runde Gesicht zum Aussehen. Also jetzt gehen wir wirklich vom Clustern in Richtung Mindmappen, dass wir hier eine Art Ordnung, Strukturierung vornehmen. Und die Begriffe entsprechend zusammenführen. Was jetzt für mich, es sieht schon ein bisschen eher in Richtung Mindmap aus, ist aber natürlich noch nicht ganz fertig, denn jetzt müsste ich mir noch entsprechende Oberbegriffe überlegen. Das tue ich jetzt auch und nehme dann auch direkt Farben, um das Ganze ein bisschen netter zu gestalten und übersichtlicher vor allem. Also ich würde jetzt hier 15 Jahre und Junge vielleicht unter die Oberbegriffe Geschlecht und Alter zusammenfassen und auch hier kann ich direkt damit arbeiten, dass ich das ja jetzt wunderbar wieder durch diese, na, Umfall brauche ich aber jetzt nicht hier. So, habe ich denn so gewackelt? Zack, ja, so sieht es doch schon viel, viel besser aus. Damit hätte ich schon das Erste geschafft. Dann stelle ich für die Kleidung einfach mal hier noch die Farbe Rot ein. Und ihr seht, dass sich die Tools wirklich jetzt wunderbar nutzen lassen, um aus dem ursprünglichen Cluster, möchte ich mal sagen, eine Mindmap zu erstellen. Und Vollständigkeit halber machen wir hier noch weiter mit den Besonderheiten allerdings. Zack, auch da einmal ins Rechteck. So. Und ihr wisst, in der Klasse würde ich es natürlich noch viel, viel, viel schöner hinkriegen. Und für die, die sich immer fragen, gibt es nur 5 Farben? Natürlich haben wir hier noch eine Farbpalette, aus der ihr noch aus diversen Farben und Spektren auch wählen könnt. Ich nehme jetzt hier nochmal ein Lila für das Aussehen. Und dann sind wir an der Stelle schon, ja, fast fertig. Aber kommst du wohl her? So, nochmal richtig. Ich kriege immer Hockeyschläger hier hin. Was ist das denn? So, spätestens jetzt stimmt's. Und damit es einfach noch ein bisschen übersichtlicher wird, der ein oder andere wird es vielleicht auch noch nicht wissen, ich kann jetzt diesen Zauberstift, dieses Scherentool auch noch mal im Nachhinein nutzen, um auch noch mal Inhalte zu markieren und auch bezogen auf die Farbe noch mal zu verändern, indem ich jetzt einfach, ihr seht es, auf die entsprechende Farbe klicke. Ich mache das hier dann auch noch mal Vollständigkeit halber für die anderen Bereiche. Ja, und damit zack, und damit hat man dann wirklich relativ zügig, dank der Tools, ja, zu Aladdin eine Mindmap erstellt. So, da haben wir das Lila und damit wäre das an der Stelle fertig. Ja, die App kann eben genutzt werden, ja, um Inhalte des iPads auf eine Projektionsfläche zu spiegeln, einfach als digitale Tafel oder vielmehr eben als, wie ich sagte, eine Art Whiteboard genutzt werden. Seid ihr noch alle da? Ich sehe schon ein paar Daumen gehen hoch. Wunderbar. Ich sehe auch gerade 218 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben es heute geschafft. Ich muss ja fast ein Tänzchen machen, ne? Hervorragend. Sehr, sehr schön. Was soll denn der Hase da? Wo läuft der denn hin? Da frage ich mich immer, was der Hase da so soll bei den Emojis. Ach, ich bin vielleicht zu schnell, ne? Ein Häschen? Ich weiß es nicht. Naja, gut. Gut, dass wir YouTube haben im Nachhinein. Gut. Ihr seid gut, wir sind gut in der Zeit, das heißt, wir kommen zügig weiter und kommen eben dazu, und ich freue mich auch sehr auf diese Lernaufgabe, nämlich zum dritten Beispiel, welches ich in einem Lehrwerk für die 2. Klasse fand. Angelehnt an das Bilderbuch von Mies van Hoot geht es hier um das Thema Gefühle. Lustigerweise bekam ich das Buch auch tatsächlich mal im Rahmen einer Fortbildung geschenkt. Und als ich das dann in einem Lehrwerk als Lernaufgabe fand, habe ich gesagt, auch super, das nehme ich direkt. Habe eben auch entsprechendes Buch hier. Und es geht eben in Aufgabe 3 darum, einen Fisch passend zur heutigen Gefühlslage zu malen und dazu zu erzählen. Und da ich ein großer, großer Verfechter davon bin, Analoges mit Digitalem zu verbinden, wird genau dies jetzt passieren. Ja, gemäß der Aufgabe würden die Kinder in meinem Unterricht vielleicht erstmal in einem ersten Schritt einen Fisch malen.
Ganz klassisch, ganz analog, mit Stift und Papier, fächerübergreifend, vielleicht in Absprache mit der Kollegin oder dem Kollegen. Und da ich jetzt euch natürlich nicht zumuten möchte und kann, mir dabei minutenlang zuzugucken, wie ich mit Stift und Papier agiere, erledigte ich dies selbstverständlich schon im Vorfeld mit Buntstiften, während meine Töchter daneben her schön malten. Ja, und was würden die Kinder jetzt machen? Sie haben also jetzt über ein paar Stunden hinweg ihren Fisch passend zur Gemütslage, sozusagen Gefühlslage, gemalt. Und ja, ich nutze jetzt praktisch die Kamera, zack, um von meinem Fisch, und hier seht ihr ihn einfach nochmal besser, ein Foto zu erstellen. So, das mache ich jetzt an der Stelle auch mal. Ich nehme mal den Cursor aus dem Bild. Wer sich jetzt wundert, das Geräusch ist die Jalousie, die runtergeht. Also keine Sorge, es ist kein technisches Problem. Zack. Ja, und damit hätte ich jetzt einen Fisch, ein Foto meines Fisches gemacht. Ich klicke den mal direkt hier an, dann seht ihr den auch besser. Ja, und die Kinder könnten eben jetzt über ihre Fische erstmal miteinander ins Gespräch kommen. Ob sie das jetzt in analoger Form machen oder eben mit Hilfe des Fotos auf dem iPad. Sie könnten sich über das dargestellte Gefühl bzw. die dargestellten Gefühle austauschen, vielleicht sogar begründen, warum sie sich gerade so fühlen. Ja, eine weitere Möglichkeit, und damit käme die digitale Herangehensweise dann ins Spiel, ergibt sich jetzt durch die Auseinandersetzung mit Keynote. Mit Hilfe dieser Präsentations-App, sozusagen das Pendant zu PowerPoint, könnten die Kinder nun kleine Präsentationen erstellen und dank der Audiofunktion auch noch zu ihrem Bild erzählen, wie es der zweite Teil der Lernaufgabe, die ihr vorhin saht, wünscht. Und genau das zeige ich euch jetzt, und dazu gehe ich erneut in die App Keynote. Und da ihr ja hier meine Keynote bislang verfolgen konntet, muss ich jetzt erstmal diese Präsentation beenden, um in diese klassische Keynote-Oberfläche zu gelangen. Ja, und das Schöne ist, ich sage immer, kennt ihr ein Bordmittel hier bei Apple auf dem iPad? Kennt ihr gefühlt alle, weil die im Aufbau sehr, sehr ähnlich sind, ja? Egal, ob ihr Numbers, Keynote oder Pages öffnet, die Oberfläche sieht jetzt erstmal in etwa so aus. Oben links steht immer, um welche App es geht. Automatisch ist man erst immer im Verlauf. Da sieht man im Grunde alle Inhalte, die sich auf meinem iPad jetzt hier so im Verlauf tümmeln, und verschiedene Speicherorte. Und egal, wo ihr euch befindet, ob im Verlauf oder eben auf dem iPad oder wenn aktiv in der Drive, ihr habt überall die Möglichkeit, genauso in Numbers und auch Pages, über das Plus ein neues Dokument, in dem Fall jetzt eine neue Präsentation, zu erstellen. Und genau das mache ich. Merkt euch das Plus wie in der Mathematik, Arithmetik, ihr wollt etwas hinzufügen. Deswegen gehe ich hier einmal auf das Plus, dann macht sich in der Mitte ein solches Fenster auf. Und hier heißt es, man könnte auch sagen, einfach eine Keynote-Vorlage auswählen. Hier heißt es Thema auswählen. Wenn ihr dort einmal draufklickt, gelangt ihr eine Ebene weiter, und hier könnt ihr im Grunde aus diversen Vorlagen wählen. Ich bin immer ein großer Fan von den klassischen, einfachen Lehrvorlagen. Ich würde jetzt hier an der Stelle, könnte ich, aber ich nehme jetzt ja mal hier die zuletzt benutzte, mal so ein Farbverlauf. Ist vielleicht nicht schlecht, denn ich möchte jetzt erstmal so eine Meereskulisse, so einen Hintergrund für den Fisch gestalten. Und das mache ich, indem ich einfach jetzt eben diese Vorlage anklicke. Und wie bei allen Vorlagen, es geht es jetzt im Grunde ja direkt darum, hier Inhalte einzufügen. Deswegen bietet mir die Vorlage hier schon mal drei Textfelder, wenn man so will. Die entferne ich jetzt erstmal, weil ich möchte wirklich mit einer nackten Seite beginnen. Wie mache ich das? Ich könnte jedes Feld, ich zeige das auch mal eben, manuell antippen. Dann macht sich, ja, durch die Maus ein Fenster auf. Wenn ich das mit dem Finger mache, macht sich ein solches schwarzes Band oben drüber breit. Und da habe ich die Möglichkeit, eben einmal auf Löschen zu gehen. Und das könnte ich jetzt manuell für alle drei Inhalte, Formen, Textfelder tun. Wer eben mehrere Elemente auf einer Seite hat, egal ob jetzt in Keynote, Pages, Numbers, der kann auch Folgendes machen. Mal sehen, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich kann mit dem Finger der einen Hand ein Feld markieren. Mein Finger ist drauf. Und jetzt nehme ich noch den zweiten Finger und klippe noch auf alle anderen Elemente. Und ihr seht, die werden sozusagen markiert. Ich habe jetzt auch keinen Finger mehr drauf. Das heißt, alle sind markiert. Das schwarze Band ist auch wieder da. Das seht ihr hier. Und jetzt kann ich in einem Wisch sozusagen einmal auf Löschen klicken. Und damit wäre diese Seite jetzt sozusagen für mich bereit. Und auch hier nutze ich tatsächlich jetzt erstmal die Tools, um eine Kulisse zu zeichnen, eine Meereskulisse.
Wer keinen Stift hat, der würde jetzt vermutlich über das Plus gehen. Ihr merkt es euch nochmal. Das Plus bedeutet, ich möchte etwas hinzufügen. Ich möchte jetzt eine Zeichnung hinzufügen. Wenn ihr auf das Plus klickt und im Reiter der Medien seid, ihr seht es hier ganz rechts, es ist so weiß hinterlegt, dann könntet ihr über das Zeichnen hier unten sozusagen automatisch in eine, bei meinen Kindern sage ich immer, in ein Malatelier gelangen. Wer einen Stift hat, der kann im Grunde ganz einfach agieren, der geht mit der Spitze auf die Oberfläche und damit geht sozusagen automatisch hier wieder dieses digitale Federmäppchen hoch und ihr könntet loslegen. Habt ihr gesehen, welches Tool hier jetzt tatsächlich noch erweitert hinzugekommen ist? Genau, in der Mitte, ihr seht es auch hier, es ist so erhaben in diesem Federmäppchen zu erkennen. Es gibt das sogenannte Tubentool. Ich weiß gar nicht, ob es so heißt. Ich nenne es immer so, weil es ist ja nun mal eine Tube. Und das ist mein Lieblingstool. Weil das Schöne ist, man kann dank dieser Tube Formen, Inhalte, Dinge malen, die dann direkt flächig ausgefüllt werden. Und ich zeige euch mal, wie das geht. Ich schiebe das Federmäppchen nicht. Such mir erstmal eine andere Farbe aus. Na, ihr seht, auch hier kann ich die Farbstärke wieder einstellen. Ich nehme jetzt einfach mal für das Wasser, für die Wellen das Blau und schiebe es mal eben zur Seite und male jetzt mal hier so ein paar Wellen. Und ihr seht, ich bin am Anfang eben links gestartet und mache jetzt hier so ein gesamtes Feld auf. Und erst dann, wenn ich den Finger oder den Stift von der Oberfläche nehme, wird mir sozusagen mein Bild, meine Skizze komplett ausgefüllt. Das ist wirklich genial, das nutze ich sehr, sehr gerne. Und ihr seht, ganz schnell habe ich mal eben Wasser ergänzt. Und so mache ich jetzt noch ein bisschen was Schöneres draus. Ich nehme jetzt hier nochmal so ein Meer, Gras, Grün, wie auch immer. Ja, hier so ein dunkleres Grün und mache dann nochmal ein bisschen Seegras rein. So, ein bisschen Lametta, von unten nach oben wächst. So, und vielleicht nochmal, ich nehme mir nochmal hier so ein Blau, so ein paar Blubberbläschen dazu. Ich verringere jetzt hier mal die Deckkraft, damit die eher so in den Hintergrund platziert werden können. Aber ich glaube, man kann, unterstell mir jetzt mal, dass man ganz gut erkennen kann, worum es gehen soll. So, kommt, wir machen es jetzt ganz vernünftig, nochmal ein paar mehr damit. Und damit hätte ich sozusagen jetzt mein Hintergrundbild, meine Kulisse für meinen Fisch erstellt. Achtung, ihr seid hier in Malatelier. Das heißt, bevor ihr jetzt loslegen könnt mit eurer Präsentation sozusagen, müsst ihr hier oben links einmal mit Fertig bestätigen. Und schaut mal, was dann passiert. Ihr seid jetzt wieder auf der normalen Präsentationsoberfläche in Keynote. Ihr seht, dass euer Bild sozusagen als ein eigenes Formfeld eingesetzt wurde, welches ihr dank dieser blauen Punkte entsprechend in Größe, Ort auf der Oberfläche bearbeiten, verschieben könnt. Ich bin zufrieden, so wie es ist. Ich habe gesehen, einige auch mit mir. Das ist hervorragend. Jetzt wird es spannend. Wie kriege ich denn jetzt diesen Fisch da rein? Ja, meinen Kollegen, ihr wisst noch, um wen es geht hier, ne, um diesen hier, der soll natürlich da gleich durchs Meer schwimmen und soll ein bisschen erzählen zu seinen Gefühlen. Und das mache ich. Ihr habt euch gemerkt, Plus bedeutet, ich möchte etwas einfügen. Und das will ich ja mit meinem Fisch jetzt tun. Deswegen klicke ich hier einmal auf das Plus. Und da es ja ein Medium ist, sprich ein Foto, bin ich noch richtig hier bezogen auf den Reiter im Bereich der Medien und kann jetzt einfach, weil ich ja bislang schon ein Foto erstellte, hier oben auf Foto oder Video klicken. Wenn ich das tue, werde ich weitergeleitet und gelange in meine Fotomediathek. Da sieht man auch noch meine Multiplikationsaufgaben, unter anderem aber auch noch meinen Fisch, um den es ja geht. Den klicke ich jetzt an. Zack. Und damit wird mir der Fisch, na gut, sehr plakativ in die Mitte gesetzt. Ja, ich kann ihn natürlich jetzt auch erstmal durch diese blauen Punkte ein bisschen verkleinern. Und ja, es ist schon ganz nett, wenn er da jetzt gleich schwimmt. Aber ich glaube, ihr stimmt mir zu, es geht schöner. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Denn ihr habt die Möglichkeit tatsächlich jetzt hier, genauso in Numbers oder Pages, im Grunde das Drumherum, sprich meine Küchenplatte und das Blatt transparent zu setzen. Wie das geht, das zeige ich euch. Wichtig ist, das Programm muss wissen, dass es jetzt um dieses Bild geht. Na, das ist markiert durch diese blauen Punkte. Und wenn ihr jetzt einmal auf den Pinsel klickt, ja, nochmal ein Hinweis, ihr wisst, Plus bedeutet immer etwas hinzufügen. Und der Pinsel, der macht alles schöner. Ja, der hübscht es auf, der passt es an, der optimiert etwas, sei es Schriftart, Schriftgröße, einen Rahmen oder wenn ihr etwas anordnen wollt. Ihr merkt euch, der Pinsel macht alles gut.
Ja? Und ich gehe jetzt auf den Pinsel und muss achten, darauf achten, dass es geht ja um das Bild, ich jetzt hier den Reiter einmal von rechts anordnen, mittig auf Bild umstelle. Und wenn ich das tue, habe ich hier die Möglichkeit, ihr seht es hier, auf Transparenz zu klicken. Und dann sagt mir das Programm eigentlich schon, was ich tun soll. Ja, es steht ganz klar drunter, über Farben ziehen, um diese transparent zu machen. Und genau das mache ich. Ja, ihr seht, der Cursor setzt jetzt hier an oder da, es ist völlig egal. Und ich ziehe jetzt nach rechts. Und ihr seht jetzt schon, dass alles drumherum gerade eine blaue Markierung erhält. Und das, jetzt seht ihr schon, ist es zu viel. Der Tisch, Fisch würde jetzt mit transparent gesetzt werden. An der Stelle stoppe ich jetzt mal sozusagen bei 37% und nehme den Finger bzw. den Stift erstmal weg. Ich sehe hier unten auch noch ein Stück, was mich stört und deswegen mache ich das Gleiche hier unten auch noch mal mit diesem Rand. Und spätestens jetzt sehe ich, dass der komplette Hintergrund sozusagen transparent ist. Und das zeige ich euch, dass das auch wirklich der Fall ist, indem ich hier unten rechts auf diesem Banner, in diesem Banner einmal auf Fertig gehe. Zack. Und schaut mal, ist das nicht schön? Ne, ihr habt einen richtig schönen Fisch, der sich doch jetzt sehr viel besser macht. Und ich finde, danke für die Rückmeldung, der macht sich noch schöner, wenn ich ihn jetzt vielleicht auch noch hinter mein grünes Gras, da Seetang, schwimmen lasse. Und deswegen setze ich den jetzt noch in den Hintergrund. Wie ich das mache, das Programm weiß immer noch, es geht um den Fisch. Ich gehe also auf den Pinsel. Ihr habt euch gemerkt, der macht eben alles schön. Gehe also auf den Pinsel. Es geht zwar ums Bild, aber ich will es jetzt anders anordnen. Ja, ihr müsst immer so in zwei Schritten denken. Ne? Ihr wisst, der Pinsel macht es schöner. Um was geht es jetzt? Ist es der Stil? Ist es das Bild? Oder geht es um eine Anordnung? Und genau das ist es. Ich gehe auf Anordnen und dann seht ihr direkt hier oben diesen Regler und könnt den jetzt einfach mal ganz links im Grunde von vorne nach hinten bewegen. Und es hat sich jetzt gar nicht so viel getan, aber ihr seht, schaut mal, es sieht doch noch schöner. Ja, und damit würde der Fisch jetzt hier schon ganz optimal durch das Bild schwimmen. Ja, und damit bin ich schon sehr zufrieden, aber das ist die Vorarbeit, die ich ja jetzt erstmal geleistet habe. Und natürlich ist es ja eine Präsentation. Eine Präsentation lebt von Animationen und genau das soll ja auch passieren. Ich möchte jetzt nicht mit meinem Finger den Fisch da durchbewegen, könnte ich, wie so eine Art Stabpuppenspiel. Nein, ich möchte, dass das alleine passiert. Und wie das geht, das zeige ich euch auch. Ich schiebe jetzt mit zwei Fingern mein Bild ein bisschen kleiner, damit ihr das besser nachvollziehen könnt. Und da der Fisch gleich von links sozusagen in die Kulisse hineinschwimmen soll, schiebe ich den Fisch jetzt einfach mal an die Seite. Und ihr seht, der Fisch ist nach wie vor markiert. Häufig stellt sich jetzt die Frage, wie komme ich an die Animationen, an die Möglichkeit, Animationen einzubauen? Ganz einfach. Ihr tippt mit dem Finger auf das Objekt, welches animiert werden soll. Und ich sage mal, wenn ihr nicht weiter wisst und nichts findet, was ihr wollt, hier beim Plus und beim Pinsel, tippt das Element an, das Objekt und der schwarze Banner gibt euch den Rest. Und ihr seht hier als vorletzte Option im Banner, ich kann auf Animieren klicken. Und genau das mache ich. Und ihr seht, dass sich jetzt Keyload ein bisschen verändert. Na, ich bin jetzt wirklich in diesem Präsentationsmodus und habe die Möglichkeit hier unten eben einen Aufbau hinzuzufügen, eine Aktion oder einen Abbau. Ich möchte jetzt gar nicht mit einem Aufbau beginnen. Das macht gar nicht viel Sinn, weil mein Fisch ist ja immer noch außerhalb der eigentlichen Folie. Und deswegen sage ich, ich brauche eine Aktion. Ich gehe also auf die Mitte, auf Aktion hinzufügen. Und dann seht ihr, dass es hier verschiedene Effekte gibt, Möglichkeiten der Animation. Und es gibt eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, die sich wirklich gerade zum Geschichtenerzählen wunderbar eignet, nämlich die Möglichkeit, die Elemente, die Objekte zu bewegen, zu platzieren, einen Weg vorzugeben, den man sich wünscht, über Pfad erzeugen. Und wenn ich dort draufklicke, ja, ich schiebe es nochmal ein bisschen zusammen, seht ihr, dass mein Objekt, mein Fisch, diesen roten Punkt bekommt, ne? Und sozusagen so eine Art Fadenkreuz. Ja, und jetzt kann ich sozusagen den Weg, den der Fisch schwimmen soll, skizzieren. Das seht ihr durch diese rote Linie und genau das mache ich. Der Fisch schwimmt jetzt hier durch und oh, meine Maus will nicht weiter. So, stoppt einfach an der Stelle. Na, ihr seht, automatisch wird euch die Animation einmal dargestellt, der Pfad, den ihr gegangen seid. Und wenn ihr zufrieden seid, könnt ihr eben hier unten auf Fertig bestätigen. Und für meine Bedürfnisse
schwamm der Fisch jetzt ein bisschen zu viel. Ich möchte ja gleich auch noch Text einsprechen. Und was ihr euch merken könnt, egal welche Animation ihr eingegeben habt, egal welche Aktion ihr eingebaut habt, ihr könnt hier unten immer auf die gewählte Animation oder Aktion klicken und habt dann noch verschiedene Möglichkeiten zur Bearbeitung. Ihr könnt dann zum Beispiel sagen, okay, 2,6 Sekunden sind definitiv zu wenig für den Fisch. Der soll schon so, ja, 7 Sekunden brauchen, sage ich jetzt mal. Und was ja der Fall wäre, es ist ja eine Präsentation. Ich müsste jetzt, damit der Fisch überhaupt losschwimmt, erstmal auf die Oberfläche tippen. Und ich kann nämlich dann hier zum Beispiel sagen, der Start soll eben nicht über das Antippen erfolgen, sondern automatisch, wenn die Präsentation abgespielt wird, soll der Fisch loslegen. Und deswegen sage ich, ja, bitte nach Übergang. So, und damit habe ich so kleine Einstellungen vorgenommen und könnte mir das auch hier über das Play-Symbol oben mal direkt anschauen. Gucken wir mal. Fein machst du das, ne? Super. Hervorragend. Der Fisch schwimmt durchs Wasser. Viele sagen immer an der Stelle, oh Gott, ich komme nicht weiter, ich komme nicht mehr in meine Präsentation. Kleiner Tipp, über zwei Finger zusammenziehen, zack, seid ihr wieder in der Oberfläche. Jetzt würde ich gerne noch eine Animation hinzufügen, denn natürlich könnt ihr nicht nur Aktionen, sondern parallel auch weitere Animationen ergänzen. Ich möchte nämlich, dass der Fisch sich irgendwie im Wasser noch ganz nett dreht. Und dazu könnt ihr hier über das Plus, auch hier bedeutet das Plus, ihr wollt einfach wieder was hinzufügen. Über das Plus kann ich einfach jetzt noch, ja, eine weitere Aktion oder Animation hinzufügen und ich nehme mal hier dieses Drehen. Ja, habe gesagt, ich möchte, dass der Fisch sich noch ein bisschen dreht und wendet. So, das macht er jetzt da am Rand, weil er sich ja da noch befindet. Aber glaubt mir, und das seht ihr jetzt hier, die zweite Aktion ist sozusagen mit eingebunden und ich kann hier auch noch mal draufklicken und verschiedene Einstellungen vornehmen, dass ich zum Beispiel sage, ja, was soll der machen irgendwie? Der soll sich 3 Sekunden drehen. Keine Ahnung, machen wir einfach mal 3 Sekunden. Soll irgendwie 3 Rotationen machen. Ja. Und dann gucken wir uns das mal einfach an. Ach nee, stopp. Im Moment wäre das ja auch noch per Tippen. Ich muss noch eingeben, dass diese Aktion dann bitte auch automatisch nach der Animation 1 erfolgen soll. Könnte ich da unten auch machen. Aber für die, die es ganz genau wissen wollen, hier oben bei diesen drei Strichen habe ich immer noch einen genauen Überblick über alle Animationen oder Aktionen, die ich eingefügt habe. Ihr seht, im Moment würde die zweite Animation per Tippen starten. Hier gebe ich jetzt einfach an, bitte automatisch nach Animation 1. Und dann gucken wir es uns direkt mal an. Und damit hätten wir sozusagen die Vorarbeit geleistet. Na, ich mache nichts. Ihr seht, meine Hände sind oben. Und jetzt dreht sich der Fisch. Ja, sehr schön. Und landet da oben. Also ich hätte sogar den Winkel noch eingeben können und. Also ganz viele Möglichkeiten. Da müsst ihr euch mal so ein bisschen durcharbeiten, wenn ihr interessiert seid. Nehmt wieder zwei Finger zusammen. Es ist schon ganz nett. Ja, sehe ich auch so. Vielen Dank für die Rückmeldung. Aber jetzt kommt das Spannende. Es geht ja auch ums mündliche Sprachhandeln, ums Erzählen zu dieser Präsentation. Ich gehe also jetzt hier erstmal auf Fertig, denn ich möchte gerade nichts animieren, sondern ich möchte jetzt in einem weiteren Schritt eine Audio ergänzen. Ja? Und dazu gehe ich oben rechts erstmal auf Fertig und befinde mich wieder, ihr seht es hier ganz normal, klassisch in der Keynote. Ja, und wie kriege ich jetzt eine Audio dort hinein? Ich möchte eine Audio hinzufügen. Jetzt müsstet ihr alle im Chor sagen, wieder auf das Plus. Natürlich, ihr geht auf das Plus. Die Audio ist auch ein Medium, deswegen sind wir hier rechts ganz richtig im Bereich im Reiter Medien. Und da seht ihr als dritte Option die Möglichkeit, Audio aufnehmen zu sagen. Und das mache ich. Und auch hier lande ich, bei meinen Kindern heißt es im Tonstudio. Ihr seht es wieder durch diesen blauen Banner oben, dass wir uns nicht in dieser normalen Keynote-Oberfläche befinden. Und ganz einfach, das muss man Kindern auch nicht erklären, die sehen, hier unten ist ein Aufnahmesymbol. Und Achtung, dort einmal draufgeklickt, geht es auch sofort los. Ich muss mir jetzt auch nochmal schnell was überlegen. Hallöchen, ich bin's, Andrea, und mir geht es heute so richtig gut, denn ich bin glücklich, zufrieden und fröhlich. So, sollte an der Stelle reichen. Ihr seht durch die Amplitude, dass auch definitiv eine Aufnahme stattfand. Ich könnte sie mir noch anhören. Ich könnte sie bearbeiten, in dem Rahmen dann auch verwerfen. Ich glaube, es ist aber ganz okay. Deswegen sage ich einfach einfügen. Ja, und sobald du oben rechts mit einfügen bestätigst, siehst du anhand des Audiosymbols, dass auch wirklich deine Audio da ist. Aber was passiert jetzt? Ihr müsst immer im Hinterkopf haben, es ist eine Präsentation.
Auch die Präsentation, auch die Audio muss animiert werden, sonst läuft die natürlich erst ab, wenn ich tippe. Und deswegen muss ich genau das Gleiche mit dem Audiosymbol machen. Ich muss dieses antippen und erstmal über animieren, sozusagen die Anordnung, die Abfolge bestimmen. Ja, das mache ich auch direkt wieder über diese drei Striche zwischen Play und Fertig. Und ich schiebe die Audio jetzt einfach mit dem Finger, gehe ich auf eben Aufnahme und schiebe die Audio erstmal ganz nach oben, damit sie dann auch wirklich automatisch nach Übergang läuft. Und ja, damit wäre, glaube ich, meine Präsentation fertig. Wir gucken sie uns dann wirklich als fertige Präsentation. Es ist ja nur eine Folie, es ist jetzt kein Hexenwerk in Anführungsstrichen, mal an und hören mal rein. Hallöchen, ich bin's, Andrea, und mir geht es heute so richtig gut, denn ich bin glücklich, zufrieden und fröhlich. Ja, hervorragend. Ne? Natürlich könnte man, wenn man möchte, auch noch Textbausteine mit einbauen, die dann auch nochmal das glücklich, zufrieden und fröhlich ganz genau skizzieren. Also es bieten sich natürlich zu diesem Zwecke auch noch andere Apps an. Daher versteht dies bitte wirklich nur als eine von einigen Möglichkeiten. Definitiv aber eine Möglichkeit, die sowohl diverse Medienkompetenzen als auch sprachliche Kompetenzen fördert. Und die vor allem auch, die Erfahrung habe ich ganz häufig gemacht, schüchterne Kinder dabei unterstützt, zunächst einmal in einem kleinen geschützten Rahmen zu erzählen. Okay, seid ihr noch alle da? Ja, ich sehe einige nicken schon, einige sehe ich mit Kamera dabei. Sehr schön. Gut, ihr seid noch nicht eingeschlafen. Das ist doch hervorragend zu sehen. Ja, ich schiebe mal meine Präsentation zusammen und wir haben noch Zeit. Das freut mich sehr für das letzte Beispiel. Sehr schön. Und deswegen gehe ich noch mal schnell zurück in die Präsentation für die Bildungswochen, damit ich euch natürlich noch zeigen kann, was das letzte Beispiel sozusagen für heute ist. Und zwar fand ich genau diese Lernaufgabe in einem Sachunterrichtslehrwerk für Klasse 3. Und es geht dabei um die Erstellung eines Quizzes zu einem Haustier. Ich denke, dass ihr mir beipflichtet, wenn ich sage, dass Quizformate, welcher Art auch immer, Schülerinnen und Schüler wirklich Freude bereiten und sie sich vor allem eignen, um von Schülern erworbenes Wissen reproduzieren zu lassen, aber eben auch um den aktuellen Wissens- und Lernstand zu kontrollieren. Und wie man ein Quiz, und das ist echt der Clou, mit direkter Selbstkontrolle, mithilfe der App Numbers umsetzen bzw. erstellen kann, das zeige ich euch jetzt zu guter Stunde, ich was gesagt, zum guten Schluss sozusagen. Verlass wieder die Präsentation und öffne erstmal genau diese App. Und ihr seht, dass das ist das, was ich ja vorher schon versprach. Öffnet ihr Keynote Pages Numbers, ist die Oberfläche erstmal sehr, sehr ähnlich. Jetzt nicht in Schwarz, sondern in Weiß. Aber ihr seht auch hier wieder. Na, ihr seht hier links, ich bin in Numbers. Es gibt den Verlauf, es gibt die Speicherorte und es gibt natürlich auch hier wieder an der Stelle dieses Plus. Ein Plus, was bedeutet, dass ich eben ein neues Numbers-Dokument sozusagen erstellen möchte. Und wenn ich dort draufklicke, gelange ich wie vorhin eben auch in Keynote und so ist es auch in Pages in eine Vorlagenauswahl. Ja, und auch da gibt es eben diverse Vorlage, da könnt ihr dann bei Interesse auch mal reinschauen. Es gibt auch so ganz klassische, einfache Lehrvorlagen. Und ich habe mal eine Vorlage vorbereitet, damit ich so, da habe ich so ein bisschen Vorarbeit schon geleistet, damit ich euch das jetzt erstmal erspare, sage aber ganz kurz, was ich da gemacht habe und wie das auch geht, denn auch das ist nicht besonders schwer. Ihr seht, dass in meiner Vorlage im Grunde die Vorlage besteht lediglich aus einer Tabelle mit insgesamt drei Spalten und vier Zeilen. Ja? Wenn ihr also ein Numbers-Dokument öffnet, könnt ihr, wenn ihr wollt, auch, na, wer hätte es anders gedacht, über das Plus, und dann seht ihr, wir sind ja in einem Tabellenkalkulationsprogramm und es sind jetzt nicht die Medien aktiv, sondern hier der Reiter der Tabellen, könnt ihr hier jede x-beliebige Tabelle sozusagen einfügen. Ne? Das seht ihr hier. Und nur als kleiner Hinweis, ich ziehe es mal ein bisschen größer, damit ihr es besser seht, ihr könnt die Spalten reduzieren oder maximieren, indem ihr hier neben der letzten Spalte auf dieses gekippte Gleich geht und entweder mit dem Finger nach rechts zieht, dann gibt es weitere Spalten oder nach links. Und dann seht ihr, könnt ihr entsprechend die Spalten und Zeilen reduzieren. Das ist das, was ich gemacht habe. Und diese Tabelle brauchen wir jetzt für die Erstellung sozusagen meines Quizzes.
Und ihr werdet auch gleich sehen, einige werden sich fragen, warum nicht ein Fließtext, warum dafür jetzt eine Tabelle, warum, das werdet ihr gleich, denke ich, ganz gut nachvollziehen können. Was ich jetzt mache, ich tippe jetzt in die erste Zelle, um dort sozusagen meine erste Quizfrage einzufügen. Und einige werden jetzt schon an der Stelle sagen, oh wow, das ist ja offensichtlich die Grundschrift, so als kleinen Exkurs. Ihr könnt natürlich, wie ihr das von eurem Word-Programm auch kennt, von Microsoft auch kennt, auch aufs iPad oder auch auf andere Apple-Geräte natürlich diverse grundschulspezifische Schulschriften herunterladen, wie die Grundschrift, die vereinfachte Ausgangsschrift, ob mit oder ohne Lineatur, völlig gleich. Der Irfan, das ist mein netter Chat-Support, wow, danke, der hat schon mal zwei Links in den Chat gesetzt. Der erste Link, ihr kennt es vielleicht auch schon, ist die Seite von Peter Wiegel. Nicht erschrecken, wenn ihr drauf geht, die ist sehr, sehr oldschool im Design, aber da findet ihr ganz viele relevante Schriften. Und da ja viele gar nicht wissen, wie das geht, und das würde das jetzt auch sprengen, habe ich euch einen Link noch reingepackt. Ich habe mal ein kleines Tutorial erstellt, wie das eben geht mit dem Herunterladen dieser Schriftenprofile. Wer mag, der klickt mal drauf, lädt sich genau dieses Tutorial runter und macht es dann bei Bedarf auch nach. So, also was ich jetzt mache, zum Beispiel hier, Hundebabys werden auch genannt. Das heißt, ihr merkt schon, in der Mitte soll es dann darum gehen, eben zu überlegen, wie Hundebabys auch genannt werden. Ich mache das auch nochmal mit einem zweiten Satz. Hunde dürfen auf keinen Fall essen. So, dann nehmen wir noch den dritten Satz. So weit kommen wir gar nicht. Aber mit der Rute wird der bezeichnet. So, natürlich würde das Quiz jetzt nicht nur aus drei Sätzen bestehen, sondern so würde das im Grunde jetzt auf der Seite auch fortgesetzt werden. Und im Idealfall wäre es ja jetzt so, dass die Kinder in die entsprechende Zelle klicken, per Doppelklick, die Tastatur geht hoch und die Kinder könnten jetzt ja entsprechend das Wort, bei dem sie denken, dass das das Richtige ist, dort hineinschreiben. Das Problem ist dabei, ich als Lehrkraft müsste im Nachhinein nochmal drauf gucken, weil an der Stelle wäre ja keine direkte Selbstkontrolle vorhanden. Und was Numbers eben leisten kann und Pages in Ansätzen auch, das sei an der Stelle nur mal kurz erwähnt, ist Folgendes. Und das finde ich wirklich hervorragend. Ich werde jetzt sozusagen hier für diese Zelle und dann eben für alle anderen Zellen auch mit einem Einblendmenü arbeiten. Sozusagen im Sinne von Multiple-Choice-Arbeiten. Es werden den Kindern verschiedene Distraktoren als Antwortmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Wie das geht? Ganz einfach, wenn man weiß, ich weiß. Man geht dazu auf den Pinsel, ja, und automatisch seht ihr oben, ist man im Bereich der Zelle. Das ist ja auch das, was ich da anklickte. Ich muss aber erstmal eins nach rechts zum Format rücken. Automatisch ist automatisch eingestellt. Womit ich aber arbeiten möchte, was ich den Kindern zur Verfügung stellen möchte, ist dieses hier, nämlich das sogenannte Einblendmenü. Wenn ihr dort einmal draufklickt, landet ihr hier in diesem Editorfenster, wenn ihr so wollt, und ihr seht, ich könnte jetzt hier drei Objekte oder über das Plus auch noch weitere Antwortmöglichkeiten den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen. Bevor ich da aber jetzt die Antwortmöglichkeiten reinschreibe, möchte ich ganz gerne, ihr seht, im Moment wäre als Anfangswert, wenn die Kinder in die Zelle tippen, würde dann das erste Objekt, das, was ich da gleich reinschreibe, direkt sichtbar zu sehen sein. Ich hätte aber gerne einen leeren Anfangswert und deswegen beginne ich damit, diesen Anfangswert erstmal zu bestimmen. So, und jetzt klicke ich einfach auf die Objekte und sage, als eine Antwortmöglichkeit könnte das Welpen sein. Gehe auf das zweite Objekt. Zack, und sage, hier könnte es noch der Schnüffler sein. Und als drittes Objekt, zack, würde ich hier noch sagen, nehmen wir noch die Schlappöhrchen, die Schlappohren dazu. So, und damit hätte ich sozusagen alles Wesentliche für mein Einblendmenü in einem ersten Schritt eingefügt. Und guck mal, was jetzt passiert. Zack, wenn der Schüler auf die Zelle geht, wunderbar, der Schüler bekommt ein solches Einblendmenü und kann jetzt sozusagen das entsprechende Wort, bei dem er glaubt, dass es das Richtige ist, für den Satz wählen. Ja, und ich könnte eben jetzt zum Beispiel draufgehen auf Schnüffler, dann würde mit Schnüffler eingefügt werden oder auf die Schlappohren oder auf den Welpen. So, und jetzt fragt man sich, ja, das ist ja schön und gut, das ist auch ganz cool mit dem Einblendmenü, dann hat man nicht das Problem mit Rechtschreibgeschichten etc. pp. Aber wo ist die direkte Rückmeldung?
Das muss ich jetzt noch tatsächlich in einem weiteren Schritt einstellen. Das war jetzt wieder sozusagen die kleine Vorarbeit. Denn ich mache jetzt noch Folgendes. Ich arbeite mit bedingten Markierungen, damit die Kinder dann tatsächlich in Form einer bestimmten Farbe, nämlich rot für falsch oder grün für richtig, eine unmittelbare Rückmeldung bekommen. Ich gehe also nochmal auf den Pinsel. Und da ich ja das Format schon einstellte, gehe ich jetzt nochmal retour zur Zelle. Und da findet ihr, guckt mal, ihr müsst euch merken, wollt ihr so arbeiten, sind es hier unten die bedingten Markierungen. Ich muss jetzt sozusagen eine Regel für diese Zelle bestimmen. Das hat schon ein bisschen was fast mit Programmieren zu tun, beherrschen aber auch die Kinder in Klasse 3, 4 tatsächlich. Mit ein bisschen Vorübung, selbstverständlich. Ich gehe jetzt hier auf bedingte Markierungen und wähle eine Regel. Es ist keine Zahl, sondern es ist ja ein Text, was dort im Einblendmenü zu finden ist. Deswegen klicke ich auf Text und sage jetzt, ist, ja, ich klicke jetzt auf ist der Text Welpen, ja, nicht mit Doppel-P vielleicht, Welpen, dann soll der Schüler in Form eines grünen Textes, das klicke ich jetzt hier an, eine Rückmeldung bekommen. Wichtig! Viele machen das und sagen, hey, das klappt bei mir nicht. Ihr müsst hier oben einmal auf Fertig klicken. Erst dann ist die von euch bestimmte bedingte Markierung auch übernommen. Ihr seht es hier unten. Klar, logische Schlussfolgerung ist, was passiert eben mit allem anderen, was der Schüler angibt, ja, anklickt. Deswegen muss ich noch eine Regel hinzufügen, die dann einfach sagt, wieder Text, ist der Text nicht Welpen, also alles beides andere, Schlappohren und was hatte ich noch, Schnüffler. Ist der Text nicht Welpen, dann gibt es bitte in Form eines roten Textes eine Rückmeldung. Ich gehe wieder auf Fertig, ich bestätige sozusagen den Einsatz der bedingten Markierung. Ihr seht, jetzt sind auch beide hier. Ja, und jetzt guckt mal, was passiert, wenn man jetzt in die Zelle tippt. Hier ist natürlich noch alles in schwarz markiert. Na, der Schüler bekommt noch keine Rückmeldung und ich klicke mal auf die Schlappohren. Zack, oh. Da muss ich nochmal überlegen. Geh nochmal rein, versuch's mit dem Schnüffler. Ja, leider auch nicht korrekt. Ja, dann bleibt natürlich nicht viel übrig. Ich gehe mal auf die Welpen. Und spätestens jetzt an der Stelle hat der Schüler, hat die Schülerin, ja, das richtige Wort entsprechend angeklickt. Ja, eine, wie ich finde, wirklich tolle Möglichkeit, wie sich diverse Inhalte bzw. Themen beispielsweise in Form von Arbeitsblättern oder Quizzen mit direkter Selbstkontrolle schnell und einfach aufbereiten lassen. Und glaubt mir, auch wenn es für einige jetzt sehr knifflig war, die sagen, oh Gott, wie soll ich das hinkriegen? Wenn ihr das zwei, dreimal gemacht habt, es klappt auch wirklich mit Schülern, weil es ist natürlich besonders effektiv, wenn Schüler für Schüler ein Quiz vorbereiten, kriegt auch ihr das hin. Auf jeden Fall. So, und ich gucke auf die Uhr. Ja, das ist ja schon mal gut. Wir sind fast am Ende und haut noch nicht ab. Auch wenn ich euch gefühlt jetzt noch 2, 3, 4, 5 Stunden mit verschiedenen Beispielen berieseln hätte können, hoffe ich doch sehr, dass eure Erwartungen, sofern ihr welche hattet, erfüllt wurden und ich euch so ein bisschen zeigen konnte, wie analog formulierte Arbeitsaufträge aus, ja, ausgewählten Lehrwerken durch eine digitale Herangehensweise kreativ, motivierend, schüleraktivierend sowie auch differenzierend umgesetzt werden können. Ja, doch bevor ich euch tatsächlich verabschieden werde, haben wir nur noch, ja, haben wir noch ein bisschen Zeit, um auf vielleicht 2, 3 Fragen aus dem Chat einzugehen. Ich habe zwar immer mal so auf den Chat drauf geguckt, Irfan, schalte ich doch mal dazu. Gab es da was? Hast du was für mich, worauf ich noch eingehen darf? Hi Andrea, zunächst einmal tolle Session, vielen Dank. Unsere Community ist sehr fleißig und ich habe auch schon ein paar Fragen beantwortet. Ich habe aber ein oder zwei Fragen noch offen und zwar haben wir von unserem Teilnehmer die Frage, sind die gezeigten Beispiele Ideen für eine iPad-Klasse konzipiert worden? Ich habe keine iPad-Klasse, also nein, definitiv nicht. Nur zur Info jetzt in. Vor meinem Hintergrund ist es so, wir haben 21 Kolleginnen und Kollegen, wir sind fast dreizügig komplett, haben 260 Schülerinnen und Schüler und haben circa 100 Geräte, die eben dann bei Bedarf eben von Klasse zu Klasse ja, gebracht werden und eingesetzt werden. Daher nein, definitiv nicht für eine 1:1-Klasse. Das ist für alle, die lustaffin sind, also Lust haben, Zeit haben, affin sind ja, und loslegen wollen. Perfekt. Dann habe ich noch eine kurze Frage zu Notizen. Da hast du uns ein paar Formen gezeigt, wie zum Beispiel ein Rechteck oder ein Dreieck.
Könntest du uns das nochmal bildlich zeigen? Die Frage habe ich zwar schon beantwortet, aber es ist vielleicht nochmal schön zu sehen, wie das funktioniert. Ja, damit komme ich am besten eben auch mal hier, hätte ich vorhin auch schon mal machen können, mal mit Bild rein. Das ist nicht ganz so einfach, ich muss dann immer über Kopf arbeiten, aber ich denke, so könnt ihr das ganz gut sehen. Gehe also hier nochmal auf mein Federmäppchen. Och, ich glaube, Lila nehmen wir mal nach wie vor. Nee, ich schenke euch nochmal ein Herzchen. Also guck mal, normalerweise würde ich ja jetzt so ein Herzchen malen und würde ja stoppen. Da habt ihr aber gesehen, ich habe am Ende nicht, bin am Ende nicht kurz stehen geblieben. Ich mache das Herzchen und warte, zähle 21, 22. Oder eben auch jetzt hier bei so einem Rechteck. Ne? Ich warte am Ende mit dem Finger oder mit dem Pencil. Ich zeige es auch mal mit dem Finger, also mit dem Kreis geht es zum Beispiel, mit diversen Pfeilen. Und ihr werdet erstmal fluchen bei den ersten ein, zwei Malen, aber ich sag mal, spätestens beim dritten Mal habt ihr wirklich den Kniff raus, dass man einfach so ein, zwei Sekunden, na gar nicht, eine halbe Sekunde warten muss, bis die Form dann auch tatsächlich als perfekte Version dargestellt wird. Perfekt, vielen Dank dafür. Ich habe einen Riesenlob gerade bekommen im Chat und zwar, ich zitiere, ich habe schon viele, viele Webinare besucht und erteile auch selbst iPad-Workshops. Der laufende Workshop war einer der besten, den ich je besucht habe, schreibt ein Teilnehmer. Ach, vielen Dank. Sag ihm, die Besser geht's Schokolade gar nicht, schicke ich ne? demjenigen nachher zu. Dankeschön. Sehr Ja, super. gut. Ja, dann würde ich sagen, zwei kleine Ergänzungen. Ihr habt es definitiv fast geschafft. Beziehungsweise QR-Codes hätte ich dann abschließend noch für euch. Zum einen habt ihr die Möglichkeit, sofern Interesse besteht, euch dieses, aber auch viele weitere Webinare bei YouTube anzuschauen, um das ein oder andere Beispiel vielleicht nochmal auf sich wirken zu lassen, nachzuvollziehen. Gebt demjenigen, der die Webinare oder die Screencasts schneiden darf, muss, ein wenig Zeit. Sicherlich werden die Inhalte noch nicht morgen zu finden sein. Ja, und zum anderen seid schnell, wenn ihr Lust habt, ein wenig Werbung in eigener Sache. Wer im April noch Kapazitäten hat, kann sich gerne bei der Hopp Foundation zu einem Workshop genau zum heutigen Thema mit ähnlichen und anderen Beispielen anmelden. Im Rahmen dessen ich dann tatsächlich kleinschrittig zeige, also es ist ein 4-Stunden-Workshop, wie diverse Arbeitsaufträge umgesetzt werden können. Kostenfrei, versteht sich. Ansonsten lasst euch vormerken, es wird sicherlich noch weitere Termine geben. Ja, und da wir auch immer daran interessiert sind, wie es euch so gefallen hat, dürft ihr, nachdem ich euch gleich verabschieden werde, bitte einmal kurz die Gelegenheit nutzen, um ein wirklich sehr kurzes Feedback zu geben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Dazu gebt ihr einfach unter eurem Benutzerkonto auf den Kurs und klickt auf Umfrage. Und als kleines Dankeschön, das ist auch echt gemein, ne? Erhaltet ihr anschließend eure Teilnahmebescheinigung, welche dann auch zwecks Download zur Verfügung steht. So, jetzt aber bedanke ich mich herzlich für eure Teilnahme. Ich bin sehr froh, dass wir heute nochmal in großer Gruppe zusammenkommen konnten. Wünsche euch ganz viel Erfolg, Freude und die nötige Ausdauer bei der Umsetzung bzw. Auseinandersetzung mit digitalen Projekten. Danke dir, Irfan, nochmal für deine Unterstützung, für deinen Support. Bleibt aber vor allem gesund und macht es gut. In diesem Sinne, tschüss zusammen.